Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Tag 5? 5 vielleicht? Bin mir nicht so sicher. Wann ist denn das rausgekommen? Am Freitag, heute ist Dienstag. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Tag 5 ist heute. Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Dienstag, der 24. März. Die Neuigkeiten heute. Tada! Dizzymania hat ab heute ein eigenes Museum. Ja, es ist endlich fertig. Oh ja, ein wirklich großartiges Museum mit Ausstellungsräumen für Insekten, Fische und Fossilien. Euer Dekorator des Museums steht allzeit für die Annahme von Spenden zur Verfügung. Na, endlich! Ich habe schon alles davor vollgebüllt. Endlich kann ich die alle auch abgeben. Meine werten Mitarbeiter Nepp und Schlepp haben heute ihren neuen Laden eröffnet. Es ist zwar klein, aber das Sortiment wechselt täglich und enthält allerlei Nützliches für das Inselleben. Oh nein, täglich von 8 bis 22 Uhr nur geöffnet? Ich dachte, die haben 24/7 offen. Aber scheinbar nicht. Außerhalb der Öffnungszeiten könnt ihr die Verkaufskiste nutzen. Okay, immerhin. Ah, eine Sache noch. Um die Eröffnung unseres neuen Ladengebühren zu feiern, haben wir uns etwas ganz Tolles überlegt. Ab sofort bietet Nook Shopping eine neue Funktion, den Katalog. Da kann man Sachen kaufen, die man schon mal irgendwo gesehen hat, glaube ich. Ja, ja. Und mit jeder weiteren Eröffnung wird eine besondere Zeremonie abgehalten. Voll cool. Kommt einfach ins Service Center, wenn ihr Interesse habt. Was für ein Service Center? Wir haben ein Service Center? Oh, du liebe Güte. Na, sowas natürlich passiert das, wenn ich auf Sendung bin. Ein Augenblick bitte. Hallo? Ja, hier spricht Tom Nook von Nook Inc. Was? Das reicht für die Inselpaket. Aber ja, ja, ja. Natürlich. Achso, wir haben neue Bewohner wahrscheinlich. Ja, ich. Wahrscheinlich geht's darum, weil wir ja gestern ein paar Leute angesprochen haben, wegen diesen Inselerkundschaftungen, dass die jetzt bei uns einziehen wollen und deswegen melden die sich bei dem Tom. So, ich habe gestern Abend noch gestreamt gehabt, deswegen, einiges hat sich wieder verändert. Ich habe ein neues Shirt, ein Häschen-Shirt und ich habe den Chris besucht und der hat mir auch allerhand Sachen geschenkt, zum Beispiel ein paar Zitrönchen. Ich war da noch bei der Schan, die hat mir 3 Pfirsiche gegeben, aber ich glaube, die Apfel und Pfirsich habe ich auch vom Chris noch bekommen und so weiter und so fort. Also wir können hier richtig coole Sachen machen und erstmal aber Post angucken. Kaum redet man vom Chris, ist hier sogar der Chris. Lieber Dizzy, hier, ihr Geld, Don Decidius. Ja, ich habe ihm noch erlaubt, bei mir seine Orangen zu verkaufen. Aber da muss natürlich Zoll bezahlt werden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Zoll er mir denn gegeben hat. Joanna? Liebe Leute auf Dizzymania, jeden Sonntag ganz früh komme ich zu euch auf die Insel und dann könnt ihr bei mir leckere Rüben kaufen, genau wie damals zu Omis Zeiten. Bis bald, eure Joanna. Ja, die habe ich ja leider verpasst jetzt am Sonntag, weil die anscheinend immer nur von 8 bis 12 Uhr da ist oder so. Der Chris hat da schon mega viele Sternis mitverdient, aber ich habe natürlich wieder zu lange geschlafen, mich Dummkopf. So, die Dodo Airline. Hat auch noch was, okay. Hey Dizzy, wir wollten uns dafür bedanken, dass du mit Dodo Airlines fliegst. Wir wissen, dass du nicht viel Auswahlmöglichkeiten hast, aber trotzdem danke. An mein kleines Dankeschön zur Kundenbindung. Schreiben die sogar dazu, dass das zur Kundenbindung ist. Okay. So, wie viel Zoll habe ich denn hier heute wieder verdient? Mal gucken. 10.000 Sternis nur. Ich glaube, das ist zu wenig. Da muss ich nochmal mit dem Chris reden. Aber okay, danke. Erstmal dafür. Was hat mir die Dodo Airlines noch geschickt? Ein Dall-Shirt. Wow. Ist eigentlich auch ganz süß, aber das Häschen-Shirt habe ich von den Jay bekommen, deswegen behalte ich das Häschen-Shirt auch an. Ganz klar. So, hat sich im Haus was geändert? Ich glaube nicht. Nee, sieht immer noch aus wie gestern, ne? Aber ich sollte euch darauf hinweisen, dass diese Tapete 3D ist anscheinend, je nachdem, wo man hinguckt. Ich sehe das aber trotzdem nicht. Der Jay meinte irgendwie, die ist 3D. Also der Hintergrund bewegt sich anders mit, wenn ich auf die linke Seite gehe, als wenn ich auf die rechte Seite gehe. Oder wenn man das hier so schwenkt, dann sieht das halt auch anders aus. Stimmt, als wenn das so Gläser... Okay, ja. Okay, ja. Wenn man die Kamera dreht, dann sieht man das besser. Eine komische 3D-Wand auf jeden Fall. Okay. Ansonsten habe ich hier... Das ist, glaube ich, die einzige Neuigkeit. Ich habe mir hier einen Plattenspieler geholt. Den gab es, glaube ich, bei Shan auf der Insel. Da konnte man den kaufen. Und da kann man seine Musik reintun. Und dann kann ich halt die Musik abspielen, wo ich so Bock drauf habe. Zum Beispiel KK Fusion. Yeah. Nehmen wir das Fossil mit, weil die können wir jetzt wieder alle abgeben. Damit ist mein Haus jetzt natürlich wieder ein bisschen hässlicher geworden, muss ich sagen. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns dann erstmal den neuen Laden an und das Museum und so. Und ich muss euch aber noch zeigen, hier, der Chris war nämlich da und der hat eine Giraffe gemalt. Ich lasse das so stehen. Ist auf jeden Fall sehr hübsch. Und ich bin jetzt auch gespannt, was ist denn jetzt in diesem Zelt drin? Weil das ist ja jetzt nicht mehr der Laden. Bringt dieses Zelt dann überhaupt... Ach, ist das jetzt der Service Desk hier oder was? Also das Service Center? Er hat sich da einfach eine kleine Golfbahn hingestellt. Ah, aber natürlich. Ja, keine Sorge. Eine voll möblierte Unterkunft ist in jedem unserer Urlaubsangebote eingeschlossen. Wer war denn da dran, Tom?
Ich mache schon länger Reklame für das Reif für die Dizzy Mania Paket. Und naja, wie das Glück so will, haben sich ganz unerhofft drei Interessenten auf einmal gemeldet. Ja, wie kommt das nur? Aber ein Manko hat die Sache. Die drei Interessenten wollen nicht in dem Campingzelt übernachten. Deswegen habe ich ihnen möblierte Häuser versprochen. Drei auf einmal, mit allen drum und dran. Und Pi und Pa und Po. Ist okay, Tom. Ich kümmere mich um die Häuser. Ah, wie er immer alles auf uns abwälzt und er wird reich dadurch. Ich meine, er kann sich einfach ein Golfset leisten und einen ganzen Golfplatz. Was ist los mit dir, Tom? Bereit mit anzupacken? Also als erstes brauchen wir wohl irgendwo eine Brücke über dem Fluss. Dann lass doch mal gucken. Was brauchen wir für so eine komische Brücke? Vier Baumstammpfahl-Sets braucht man dafür. Okay, kann ich die schon bauen? Ich habe leider nur Holz für drei Baumstahl-Sets. Heißt, ich muss gleich nochmal auf jeden Fall, nachdem wir hier gebaut haben, ein bisschen Holz fällen, wie es aussieht. Gut, da muss wohl oder übel irgendein Baum sterben. Zum Beispiel der hier. Mal guck, nur zwei Bäume musste ich fällen. Scheiße. Ich bin gerade ein bisschen zu faul, diese andere Axt herzustellen. So eine komische Axt, die nicht gleich die Bäume kaputt macht. Aber egal. Jetzt kann ich auf jeden Fall das Holz-Baumfall-Set-Dings herstellen. Und aus den vier Baumfehlern können wir eine tolle Brücke herstellen. Ja. Zumindest das Baukit dafür. So, und ich weiß natürlich schon, wo ich das hinhaben will, denn mein Laden ist jetzt da oben, direkt da oben. Deswegen werde ich genau hier diese komische Brücke hinpacken. Hurra, hier wird eine Brücke gebaut. Gut, Brücke ist gebaut. Dann würde ich sagen, gehen wir in unseren neuen Laden rein. Guck mal, hier steht da ganz hinten Nooks Laden auf der Insel. Naja, nicht ganz hinten, weil man kann ja anscheinend auch noch hier oben rauf. Aber erstmal so weit, wie ich gehen konnte, ganz weit hinten. Und ich habe halt vor, hier meine ganze Insel irgendwie, oder meine ganze Stadt einzurichten, dass hier neben dann diese ganzen Läden hinkommen, in diese komische Grube hier in der Mitte. Und ich glaube, das ist dann ganz cool. Unten sind dann die ganzen Bewohner, unten und links und sowas, und hier oben halt die Stadt. Verkaufskiste, da kann man wohl Sachen reintun, die man verkaufen möchte. Verkauf jederzeit, lege einfach etwas hinein, das du verkaufen willst. Der Erlös wird am nächsten Tag auf dein Konto bei der Nook Direktbank überwiesen. Wegen Unkosten beträgt der Verkaufspreis 80% vom normalen Ankaufspreis. Alter, die verlangen 20% dafür, dass man dann zwischen, was war das, 22 und 8 Uhr verkauft. Gegenstände, die in die Kiste gelegt wurden, können nicht zurückgeholt werden. Rübenhandel und der erhöhte Preis für den Top-Ankauf des Tages sind nur im Laden verfügbar. Okay. Ja, nee, dann will ich das nicht verwenden. Danke. Was ist denn dieser Top-Ankauf? Top-Ankauf des Tages, ein Holztischchen. Okay. Oh nein, hier, Brigitte ist auch da. Die ist doch so, oder? Ja, am Anfang waren wir ja gar nicht wohl dabei, dass ihr auf eine verlassene Insel ziehen wolltet, aber ich habe mich getäuscht. Hier ist es richtig schön. Ach ja, die gute Luft, die Natur. Und verlassen ist sie auch nicht mehr. Wir sind doch nicht lange hier, aber hier kann man es wirklich gut aushalten. Mann, es ist Tina. Naja, Bettina, ja. Nee, Brigitte habe ich gesagt, ne? Okay, Tina, Brigitte ist ja fast dasselbe. Oh, du hast eine Idee? Sag, ich bin ganz Ohr. Wie wär's mit einer Schneiderei? Hurra, Kleider für alle. Sag rasch Bescheid, ja? Okay, also die Tina will hier ein Modegeschäft oder sowas eröffnen. Oh, Dizzy, dich hatten wir ja ganz vergessen. Stehst du schon lange da? Mit unserer neuen Niederlassung bieten wir drei famose neue Leistungen an. Jawohl. Zuerst wäre da der Ankauf von Rüben. Habe ich, wie gesagt, leider verpasst, aber da kann man auch richtig viele Sternis mitmachen. Jeden Sonntag. Also ich versuche nächsten Sonntag mal irgendwie die Rübenverkäuferin anzuhalten und da ein paar Rüben zu kaufen. Weil Sternis bringt das wirklich richtig gut, wenn man das gut macht. Man kann natürlich auch Pech dabei haben, aber gut. Ankauf des Tages bringt den doppelten Preis als normal. Und es gibt eine Verkaufskiste, wo man Sachen reintun kann. Die haben wir eben schon gesehen. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Wachsgerät, wie es aussieht. Ja. Aber nee, ich... Kein Interesse an Wachsgerät, danke. Dann, was ist das? Tonaufnahmegerät? Profi-Tonbandgerät, ja. Ganz schön teuer. Kann man damit dann noch irgendwas machen? Das sind so komische Sachen. Also damit könnte man natürlich ein richtig geiles Studio machen, muss ich sagen. Dann haben wir noch einen Rollstuhl, warum auch immer man einen Rollstuhl bräuchte. Und eine richtig schöne Pflanze. Eine Fächerpalme. 1200 Jellies, die können wir mal mitnehmen. Denn wir haben noch so gar kein Grün bei uns im Haus. Also wie ich das mitbekommen habe, sind die Sachen, die hier vorne sind, die kann man unendlich oft kaufen. Aber die Sachen, die hier hinten sind, die gibt es immer nur einmal. Also heißt auch, wenn ihr Besucher habt oder sowas und die hier hinten was wegkaufen, dann könnt ihr das nicht mehr kaufen. Aber wenn die hier vorne was wegkaufen, das könnt alle kaufen. Haben wir denn im Regal noch irgendwas anderes? Sag doch mal. Nee, die Standardsachen. Okay, hier gibt es jetzt auch diese Partyknaller. Da habe ich mir schon bei Chris welche mitgenommen gehabt.
Geschenkpapier gibt's jetzt auch. Ideen für Bastler. Okay, das nehme ich auf jeden Fall nochmal mit. Und sonst nur das alte Zeug, oder? Ja, sonst nichts. Oh, doch, es gibt noch Tapeten. Oh, okay, das ist cool. Man kann sich hier Tapeten und Böden aussuchen. Aber wir haben ja schon bei der Aziza richtig coole Sachen gekauft. Also ich bin eigentlich zufrieden mit unseren Tapeten und so, die wir haben. Ja, cool. Also kleiner neuer Laden. Habt ihr echt schnieke eingerichtet, ihr beiden. Ja, das ist also unser neuer Laden. Und die Tina kommt ja dann anscheinend auch bald hier wieder rüber. Das freut mich. Dann kommt hier mal ein bisschen mehr Leben in die Insel. Aber, Moment, wir haben ja gerade noch eine Bastelanleitung für Bastler gekauft. Was gibt's denn da so? Eine Mini-Werkbank. Okay, die haben wir ja auch schon gesehen bei ein paar, paar Bewohnern. Ein Bauklotzstuhl, Bauklotz-Bücherregal, eine Bauklotzanlage. Die könnte man vielleicht bauen. Funktional Gartenstuhl, den habe ich aber von Chris. Was ist das denn? Efeu-Topfpflanze, ist ja richtig hässlich. Ringwurfspiel, haben wir noch eine Schwingschaukel. Die sieht eigentlich auch ganz nett aus. Und Schaukelstuhl. Okay, aber das ist ja alles so rustikal dann. Das müsste man halt alles noch einfärben, damit das irgendwie cool aussieht. Aber können wir doch nicht. Aber diese Anlage hätte ich schon gerne, muss ich sagen. Dafür brauchen wir ein Bauklotz-Set. Und für ein Bauklotz-Set brauchen wir was? Weichholz. Okay, könnten wir sogar machen. Hä? Schon wieder neue Post? Warum? Von wem? Vom Jay. Okay, von mir aus. Danke für den Bambus. Mir tropft jetzt schon der Zahn. Jetzt bin ich gespannt. Hast du mir meine Bambussprossen wiedergegeben? Das wäre richtig toll. Nee, eine fucking Kunstlederhose. Was will ich denn damit? Ach, gar nicht so schlecht, aber ich behalte meinen Thermorock. Ja, ja. Der hält mich nämlich schön warm. Danke, Jay, oder so. Auf jeden Fall müssen wir jetzt ein bisschen Holzhacki-Hacki machen. Denn wir brauchen Weichholz. Hack, hack, hack das Holz. Da ist ja Dizzy. Kennst du das auch, dass man seine Emotionen so ausdrücken möchte, dass alle wissen, wie man drauf ist? Zum Beispiel, wenn dein Körper nach einem hohen Sieg automatisch ein Freudentänzchen aufführen will. Ja, ja, ist doch schön, wenn die anderen mitkriegen, dass man voller Freude ist. Ja, ich kann Emotionen nutzen. Na endlich, danke Lutz. Okay, du bist mir dann doch ein lieber Kompagnon. Dann mag ich dich doch. Oh, also er hat mir sogar gleich 4 Emotionen auf einmal gegeben. Hier, Freude. Ja. Dann können wir noch klatschen. Super. Winken können wir noch. Ah, winkt sogar zurück. Ist das dein Ernst? Hallo, Lutz. Ding, ding. Und wir können noch... Unglaube. Die machen sogar mit. Das ist ja super süß. Guck, da freut er sich auch. Oh, endlich habe ich Emotionen. Früher musste man dafür extra zu Samson gehen, dass man Emotionen erlernt. Aber inzwischen kriegt man das anscheinend auch von seinen Mitbewohnern. Das ist ja mega gut. Kann ich endlich auch mal nonverbal mit anderen Leuten kommunizieren. Das hat mir sehr gefehlt, muss ich sagen. So, das sollte dann erstmal lang. Einmal ein Bauklötzchen-Set. Daraus machen wir eine Bauklotzanlage. Ja. Ich würde sagen, die packen wir einfach bei unseren Zentralplatz hier hin. Zack. Sind da jetzt eigentlich auch alle Lieder drin? Ich kann ja leider nichts auf den Zentralplatz hier raufpacken, aber... Nein, da ist keine Musik drin. Aber das ist doch falsch rum. Geh das mal. Man sieht ja gerade nur die Ausgänge und so. Genau, so rum muss das. Aber ich sag jetzt nicht, dass ich noch Strom brauche, um die zu betreiben. Ah, okay, man hat überall seine Musik. Dann hören wir hier KK Bossa. Hey. Haben wir endlich Musik auf dem Platz. So, und eine Bank haben wir nämlich auch. Jetzt können sich hier die Leute alle treffen. Und abdancen. Wie zum Beispiel wir. Ja. Das hat auch schon mal was. Jetzt haben wir hier draußen auch Musik. Okay, cool. Lutz, komm mal mit. Hä? Er hat sich... Lol, er hat sich einfach unter den Baum gesetzt. Denkst du, du bist Newton oder was? Und dir fällt gleich eine Kirsche auf den Kopf. Und dann weißt du... Aha, Schwerkraft und so. Oh, willst du hier sitzen? Tut mir leid, aber ich muss noch etwas in der Muskelentspannungsphase bleiben. Na gut, ansonsten haben wir ja noch das neue Museum jetzt hier, das wir ein bisschen befüllen könnten. Räumen wir hier einfach mal ein bisschen auf und ich spende das alles kurz mal im Schnelldurchlauf. Oh, ist ein richtig großes Museum. Oh, man kann sogar nach oben gehen. Bringt zwar nichts, weil hier oben einfach gar nichts ist, aber man kann's. Und man sieht draußen sogar Blätter zumindest. Man sieht Blätter, okay. Ey, Eugen, nicht schlafen. Arbeit ist angesagt. Huch! Oh, pardon. Ich bin ein eher nachtaffiner Charakter. Tagsüber schon, ich meine scharfen Äuglein.
Das Stiftungsverfahren wurde vereinfacht. Somit können wir ab sofort mehrere Spenden auf einmal annehmen. Ja, wie, aber dann kriegt man keine Informationen mehr dazu, wenn man mehrere Sachen stiftet. Das wäre ja mega sad. Oh nein, jetzt hat er die alle genommen, aber man weiß nichts darüber. Okay, also wenn man dann mehr über die Sachen erfahren möchte, dann muss man tatsächlich in das Museum reingehen und dann steht das da wahrscheinlich alles nochmal. Okay, aber das vereinfacht das natürlich mega, mega doll mit dem Museum. Früher musste man halt wirklich jedes einzelne Stück da abgeben, wie das auch im Zelt war. Aber jetzt kann man hier mehrere Sachen gleichzeitig abgeben. Nicht schlecht. Und ich glaube, das mit den Bäumen wird hier auch ganz geil aussehen. Das sind hier halt alles Orangenbäume, wie gesagt. Ah, die hinten wachsen natürlich nicht. Die haben jetzt nicht genug Platz, ne? Oh, das ist natürlich mega sad. Ich glaube nämlich, die brauchen zu jeder Seite mindestens einen Platz. Dann graben wir die nochmal kurz aus. Dann kommen die ein bisschen weiter auf die rechte Seite. Wie wär's da? Dann rahmen die das Museum auch ein bisschen ein, aber können zumindest wachsen. So, da sollten die, glaube ich, wachsen können. Gut, ich gebe nochmal ganz kurz den anderen Kram hier ab. Zack, zack, zack. Ah, jetzt haben wir einiges gespendet. Links geht's dann wohl zu den Insekten. Unten sind die Fossilien und rechts sind die Fische. Da wird jetzt noch nicht so viel sein, aber wir können ja trotzdem mal gucken, wie die hier so behaust sind. Guck mal, da haben wir so ein komisches Ding, das vom Baum fällt. Was ist denn das? Ein Sackträger. Habe ich am 24. März, also eben gerade, gespendet. Aber da steht jetzt nichts weiter dazu. Nein, ich will doch tolle Informationen darüber wissen. Steht das wenigstens in der Freunapedie drin? Nö. Da steht nur, dass ich gestiftet habe und wann es die gibt, immer. Die sehen ja auch sehr interessant aus. Das ist einfach so ein Holzteil. Ja, aber ich will doch Sachen darüber wissen. Oh Mann. Jetzt habe ich mich um mein Wissen gebracht, indem ich dir einfach sehr schnell gespendet habe. Ansonsten geht es denen hier wohl ganz gut, wie das aussieht. Hier haben wir sogar noch eine schöne Treppe. Die Schmetterlinge fliegen hier einfach so rum. Ach, das ist gar ganz nett. So ein ähnliches Haus gibt es tatsächlich auch in Hamburg. Da ist so ein Schmetterlingshaus. Da kann man die dann auch alle sehen und die fliegen dann alle um dich rum und so. Ganz witzig. Ah, Dizzy, hast du einen Platz für das Brückenbaukit gefunden? Ja, ist schon platziert. Vorzüglich vortrefflich, ich danke dir. Dann haben wir morgen eine funkelnagelneue Brücke. Und damit können wir uns gleich aufs nächste Projekt konzentrieren, nämlich neue Häuser. Ah, ich muss sogar diese Häuser selbst bauen? Nee, oder? Okay, ich habe jetzt mega viele neue Sachen bekommen. Unter anderem eine Leiter. Damit kommen wir nämlich jetzt auch eine Ebene höher, tatsächlich. Selbst ist der Bewohner. Ja, ich habe über 50 Bastelanleitungen. Und Emotionen habe ich auch gelernt. Oh mein Gott, wie viele Emotionen gibt's denn bitte? What? Guck mal, die zweite Stufe bei Emotionenmeister. Da braucht man schon 10 Emotionen für. Gibt's 50 Emotionen oder was? Damit später dann noch tanzen könnte und sowas, fände ich witzig. Gut, kümmern wir uns um die Häuser. Wie gesagt, hätte ich da oben in der Mitte, wenn ihr mal auf die Minikarte guckt, da hätte ich gern lieber die Stadt, also da soll gar kein Bewohner leben. Aber von mir aus dürfen die auf der linken Seite leben. 3 Häuser ist natürlich schon eine Menge. Bei mir hier in der Nähe soll erstmal gar keiner leben, damit das schon mal klar ist. Aber zum Beispiel dürfte hier einer wohnen, wenn er will. Passt nicht. Wie groß sind denn diese blöden Häuser? Was haben die für riesige Häuser? Dann kommt hier ein Häuschen hin. Die haben am Ende alle richtige Villen, oder was? Oh, mein Nokfon klingelt. Hallo, bist du's, Dizzy? Ja, ja, hier, Tom Nook. Was macht die Grundstückssuche? Alles Paletti, Nook. Alles Paletti. Vorzüglich, dann läuft also alles wie am Schnürchen. Wirf mal einen Blick auf die Box, die vor dem Grundstück steht. So siehst du, was gebraucht wird. Oh, ich muss sie selber bauen. Ich muss die Grundstücke alle selber bauen. Ist nicht dein Ernst. Oh Gott, okay. Was braucht man denn dafür? An alle Bauhelfer, bitte gebt Items für dieses Gebäude auf die vorgegebene Weise ab. Drin, draußen. Oh man, was braucht man für drin? Ein Kirchenlautsprecher, eine Kirchenlampe, ein Topf. Und für draußen? Steinhocker, Steintisch, simpel Wäscheleine. Man muss die doch alle selbst herstellen und da reintun. Nö, das kann ja ewig dauern. Okay, da brauche ich dann wirklich, glaube ich, Unterstützung von draußen. Das alles alleine zu machen, das kann ja richtig lange dauern. Oh boy. Und das für 3 Häuser? Dann guck, ich hätte doch nicht jeden Bewohner ansprechen sollen auf der anderen Insel da. Auf den anderen Inseln. Jetzt habe ich hier zu viele Projekte am Laufen. Oh, von mir aus darf hier auch noch jemand leben. Okay, wollen die jetzt was anderes haben oder sind die alle gleich aufgebaut, ist halt die Frage. Bauplätze und Tisch und so. Ich glaube, die wollen was anderes tatsächlich haben. Ja, 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 ja. Oh boy. Okay, aber das ist cool. Dann sind die Häuser zumindest auch alle verschieden ausgelegt. Man könnte sie natürlich noch mit der Leiter eine Etage weiter oben platzieren. Aber keiner dafür als ich wohnt. Das ist ja schon mal klar. So, Grundstück 3 kommt hier hin.
Ja, also wir müssen richtig, richtig viel Holz farmen und so ein Kack, damit das hier alles mal ein bisschen besser läuft. Okay, so, das machen wir irgendwann anders. Oh Gott, das muss ich, glaube ich, auch mal im Stream machen. Also Leute, Spenden sind gern gesehen, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die hier auf der Liste standen und ihr mich als Freunde habt bei der Switch, dann schickt mir die Sachen gerne, dann das wäre sehr nett, danke. Jetzt feiern wir nur kurz die Einweihung, weil mein Essen ist fertig und ich muss gleich essen. Ach, du willst mitfeiern, Dizzy? Wir feiern gleich mehrere Anlässe auf einmal. Ach, Dizzy Mania ist wirklich eine Insel im Glück. Möchtest du an einer dieser Feiern teilnehmen? Ja, ich möchte an Nux Ladens Öffnungsfeier teilnehmen. Nux Laden wurde nun fertiggestellt und das wollen wir heute gemeinsam feiern. Ja. Danke, vielen Dank. Dizzy Mania war zu Beginn nichts weiter als eine einsame verlassene Insel. Doch nun sehen wir stetigen Wachstum dank der Bemühungen von, nun ja, von euch allen. Nun möchte ich Nepp und Schlepp um ein paar Worte bitten als Repräsentanten von Nux Laden. Nepp, Schlepp, wenn ihr so freundlich wärt. Danke, Dizzy Mania. Ihr alle seid der Grund dafür, dass wir einen richtigen Laden aufmachen konnten. Mein Bruder und ich werden hart daran arbeiten, eure Erwartungen zu erfüllen, also besucht uns oft. Ja, gut gemacht, kleine Nepp und Schlepps. Ja, ich danke euch beiden. Und nun ein paar Worte von jemandem, dessen wertvolle Beiträge Nux Laden erst möglich machten. Ich spreche natürlich von Dizzy, unserem Inselsprecher. Ja, ich möchte natürlich auch was sagen. Ihr seid alle spitze und ich liebe euch. Ich habe gerade eine Emotion gezeigt, die ich noch gar nicht drauf habe. Ja, gut gesprochen. Danke für diese aufbauenden Worte. Nun gut. Die Feier neigt sich dem Ende zu. Alle, die zum Andenken gerne noch ein Foto hätten, sollten sich bereit machen, Bla zu drücken. Habe ich eben schon einmal gemacht, aber gerne mache ich es nochmal. Und ja, in diesem Sinne. Nux Laden sowie diese Mania verdient zum Abschluss ein lautes Hurra! Hurra! Das ist schon knuffig. Ich danke euch allen. Damit wäre unsere Feier beendet. Und damit wäre auch diese Folge beendet. Wir haben jetzt nicht so krass viel heute gemacht. Aber Aufnahme ist schon wieder eine Stunde. Ich habe keine Ahnung, wo immer die Zeit hingeht, wenn man dieses Spiel spielt. Aber sie vergeht einfach mega schnell. Ja, nächstes Mal werden wir uns dann mal die obere Etage da angucken. Wird wahrscheinlich nicht allzu krass sein da oben, aber wird schon passen. Und ja, wie ich das dann mit den Häusern machen soll, puh, keine Ahnung. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was ich in diesem Spiel machen soll, dann auch gerne in die Kommentare. Dann werde ich da mal gucken, ob ich davon irgendwas umsetzen kann. Aber das wäre es dann erstmal für heute. Ich esse jetzt was. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.